Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer weiteren Folge Total War Warhammer 3 mit Malakai Makaison in der Story-Kampagne. Es ist von der letzten Folge zu dieser Folge ein bisschen was passiert. Ich musste nochmal laden. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass das Spiel die bisherigen Speicherungen, meine bisherigen Speicherungen zwischen Runde 57 und Runde 64 nicht gelöscht hat. Keine Ahnung, die sind einfach fort, diese Speicherstände. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das Video angesehen gerade eben noch. Ich habe gespeichert, hundertprozentig. Irgendwie sehe ich es hier aber nicht. Hier sind einfach meine anderen Runs, die ich schon gemacht habe, seit Thrones of Decay raus ist. Aber irgendwie hat er meine Speicherstände hier nicht akzeptiert. Die sind irgendwie futt. Ich habe das Ding jetzt nochmals nachgespielt. Es waren eh nur ein paar Runden. Ganz so schlimm ist das eh nicht. Oder ich habe irrtümlich irgendwas gelöscht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es futt. Ich habe hier jetzt offline noch offscreen noch nachgespielt. Der Kerl ist der Wächter von drüben, von Karakadorden. Den habe ich rübergezogen. Der gute Thrund wird uns aufpassen jetzt, dass wir Vorwandzeit haben, wenn Village wieder vorbeischaut. Du. Gönnst dir noch ein paar Einheiten. Ja, da braucht man ein bisschen was, bis wir da die Darko-Werft uns snacken können. Respektive eher mal raiden. Genau, Malakai ist noch am Weg ins Gebirge. Und hier, Astragoth hat sich hier noch nicht wegbewegt, also vielleicht kommen wir doch noch zu unserer Schlacht. Mit Astragoth. Gegen Astragoth. Attentat. Ja. Okay. So, weiter geht's. Kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Du musst bleiben. Edgar. Gutrek. Gutrek. Du kommst. Ja, du kommst hier hin. Dann, irgendjemand. Schau mich. Alter Kumpel. Kostaltin. Alter Kumpel. Ja, und wir machen aktuell jetzt auch ein bisschen mehr Kohle, weil ich habe die Armee von Casador unten aufgelöst. Die rekrutieren wir dann wieder, wenn wir sie benötigen. Hier die Armee, die die Säulen des Grungli bewacht hat. Die holen wir uns dann wieder. Für den Moment ist die zusätzliche Kohle auf jeden Fall Gold wert. Geld wert. Ne? Stufe 4 für die Zwergenfeste. Ja, bitte. Gibt es eine bessere Garnison? Ja, tut es. Randa. Yep. Cash und so. Mehr Cash und so. Und hier. Oh, lassen wir mal so, wie es ist. Das Bilder sind wir mal dabei. Jetzt habe ich gar nicht gespeichert. Was soll schon Schlimmes passieren mit Speicherständen, ne? Ach jo.
Innovator. Na, hat's halt nicht leicht auf der Welt, ne? Oh, er kommt in unsere Richtung, der Herr Sir. Abgefahren, abgefahren. Abgefahren, abgefahren. Dann komm du zum Josef dazu. Ja, die Garnison und der Josef, die sollten das auf jeden Fall schaffen. Dann kommen wir noch zu unserer Schlacht mit Astragoth, ne? Kommen wir dort noch hin? Ja, bitte mach das Runentor. Okay. Und du... Einmal so und einmal... Ja, gut, dann doch nicht. Dann doch nicht. Einmal so und einmal so. Und einmal... So. Dass zumindest eine Einheit Bum Bum da dabei ist. Okay, Front. Alles gut. Front. Ja, bleib auf Position. Und dann bin ich eigentlich mal wieder happy. Soweit. Wir speichern das noch, die Runde 65. Okay, jo. Okay. Achso, du wirst... Okay, der ist erschöpft. Ja, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Jo, dann gehen wir weiter. Die paar Schritte. Wegen den paar Schritten. Okay. Er hat sich nicht getraut, sich auf ein Tänzchen mit uns einzulassen. Engineer. Feigling. Du gibst ihm diesen Zwergenkrieger und schnappst dir dafür gut Dreck. Einfach damit die Band wieder vereint ist. Und dann... Ja, Attentäter denn? Ah, yes. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn jetzt... Explosives Expert. Schnappen wir uns den eisenhändigen Kerl. Endlich. Endlich Rache, Bum Bum, für die Silberfeste. Rüber mit dem Süber, vor der Süberfeste. Rüber mit dem Süber. Longbeards. Longbeards. Todessuche. Schleierpiraten. Bergwerker, Feuer aus. Vier. Kanonen kommen ein bisschen nach vor. Und jo, dann richten wir uns vielleicht doch ein bisschen anders doch aus. Ein bisschen mehr so, ja. Und dann bumm, einfach einmal auf diesen Schädelspalter. If my turn base at hand, I am
Und ja, wir lassen ihn einfach mal kommen. Bonk. Ja, da waren ein paar gute Treffer dabei jetzt. Ja, schön. Schön, schön, schön. Na, was ist los, Leute? Bonk. Bonk, bonk, bonk. Ja, also irgendwo hier haben die gerade den Genauigkeitspreis. Bekommen. Wenn die immer so genau schießen, dann gibt es keine Probleme. Überhaupt keine. Überhaupt keine. Oder war das gerade ein Bug? Ein Bug von wegen 100% Genauigkeit, jeder Schuss trifft? Naja, nicht ganz. Nicht ganz jeder Schuss. Na gut. Dann gehen wir's an. Wenn er nicht kommen will, dann... müssen wir ihm heute ein bisschen entgegenkommen. Bonk. Kanonenkugel ins Gefries. Wasch, wasch. Jawoll, jawollo, jawollo. So ist das eine Freude. Und natürlich spielen wir wieder mit unserem lieben Luftschiff. Den Speergrundis kriegt er ins Gesicht. Ah, da oben ist diese zweite Maschine. Gut, gut, gut. Irgendwas hat da gerade gepumpt. Irgendwas hat da gerade ordentlich gepumpt. Angriff. Ihr macht's Astragoth restlich weg. Das, ja. Ja gut, der ist relativ easy weggegangen jetzt. Und dann stützt sich auf die höllische Wache. Und ihr tut dasselbe mit euren Bumbums. Scheißen. Es. So. Dann haben wir hier noch Bombenabwürfe. Ja. Das macht man bei den Dönerbüchsen. Ja, das wird gut, das wird gut. Okay, das hat die relativ effizient gegrillt gerade. Dann hätten wir es. Es könnte so leicht sein, ne? Es könnte alles so easy sein. Ihr verfolgt noch irgendwen. Die Dönerbüchsen. Aber irgendwoher... ah, dann haben die vermutlich auf die Geist-Grunis geschossen, die Chaos-Zwerge mit den Dönerbüchsen. Das würde nämlich erklären, wieso das Ding so viel Schaden bekommen hat. Propeller zieh. Bzzt. Brrrt. Propeller zieh. Ja gut, machen wir Schluss.
Machen wir Schluss und marschieren wir zurück zur Silberfeste. Lupdidu, lupdidu. Okay, ja, Verstärkungsrate. Jo. Makaisons Überredungsmittel, einzigartig. Gut, gut. Jo. Malakai Makaison. Du. Wie diese Aschensplitterbombe. Haben. Jodi, 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 Jodi. Drauf. Oder wird in der nächsten Runde drauf. Ich glaube, das geht sich gerade um den berühmten einen Bewegungspunkt hier nicht ausgescheit, ne? Ja, hol dir noch, bevor wir das machen. Bevor wir das tun, gönn dir. Ja, zweimal. Zwergenkrieger mit zwei Handwaffen. Ja, Unterhalt. Können wir eventuell noch, wir haben ein bisschen Kohle. Hier noch was bauen. Ja, das geht. Ja, ich hätte eigentlich ganz gern die Musketenschützen mit Grollharken. Demon Slayer. Muss ich sagen, wäre sehr schön. Ja, und jetzt bitte die Garnison. Okay, Did you see that let's? Okay, Zorn us cool liegt hier da so schön vor uns. Könnten wir da einfallen? Wobei es natürlich ziemlich schwierig sein wird, die oder lange dauern dürfte, die Provinz zu entchaosifizieren. Aber einfach mal ein bisschen offensiv werden. Und ja. Gut, dann ein Speicherer. Runde 66. Und weiter geht's. Dupdidu. Was wird der Grundi tun? Minendisput. Ja. Ist okay. Explosives Expert. So dieses, wenn da steht, dass der genau einen Groll bringt, das ist so quasi, wir haben den Kerl noch nie gesehen. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir Kontakt mit ihm haben. Aber so vorsichtshalber kriegt er mal schon so einen kleinen Grollpunkt, so ein bisschen zum Vorbeugen, weil irgendwann wird er uns schon was tun, was mehr Groll rechtfertigt. Also finde ich steil, dass jeder mit einer Grollwertung gleich mal startet. Ganz ehrlich. So, da la. Silberfeste. Hier damit. Danke sehr. By Grimny, it's me.
Mantel kommen, ne? Dann der gute Felix. Zauberresistenz, ja, mach Geschossresistenz. Ja, bitte gleich Stufe 3. Und Garnison, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und jo. Genau, den holen wir uns dann auch noch. Den lieben kleinen Tordreck. Gut. Ist natürlich die Frage, was wir mit Josef auf längere Sicht tun sollen. Ah, ein Vasili. Karaka drin. Geht's euch noch gut, Karaka drin? Ja, Ungrim hat noch sehr full Stack. Gut. Dann überlege ich gerade, ihn nach Norden zu schicken. Ja, den Frieden werden die jetzt nicht haben wollen, schätze ich mal. Minus 340, alles klar. Ja, im Grunde genommen könnten wir das tun. Jetzt ist Malaki fürs erste Mal da. Für ein paar Runden. Und der kann ja dann hier drüben ein bisschen offensiv werden. So, da la. Okay. Dann stehe ich einfach mal in See. Einfach mal hier so hin. Und dann schnappt man uns in der nächsten Runde die Darko-Werft. Also nicht einnehmen, sondern einfach nur als Raid. Es ist nämlich einfach nur dummes Geraden. Raids, blöde Raids. Jo. Solid Gold. Jo, ist okay. Hi, what? Hi. Okay, sicker Blut. Ist da ja noch? Ek-Udi. Greatest Inventor. Jo, schnappen wir uns. Let's give them something to remember. Schnappen wir uns, machen wir automatisch, da halten wir uns nicht auf. Engineer. Ja, verursacht Angst, klingt gut. Und. Ja, die Grollharken. Haben wir da geile Geschossstärke? 108er Reichweite. Die sind ja da schon Rang 9. 31 Geschossstärke. Hm.
Ist halt einfach die Frage, was habt ihr? Ihr habt 70. Auch nicht schlecht. Oder nachgerade eigentlich fantastisch. Wenn wir noch irgendwas umstellen wollen. Aber eigentlich. Eigentlich. I'll try not to kill you. Emphasis on try. Ja, Eisendrachen. Na, wisst ihr was? Wir lösen die Bergwerker. Nein, die Geschossstärke von denen ist gar nicht so stark. Die sind, was meinen Spielstil betrifft mit den Zwergen, sind die eher Einheit, die man am Beginn eines Runs macht. Und es sind einfach keine Midgame-Einheiten mehr. Ja, komm. Wir lösen die auf. Und holen uns über die Geist Grungnis zwei von denen. Einfach um ein paar neue Einheiten auch ein bisschen zu sehen. In diesem Run. Jo, ausbauen. Eisenbrecher. Ja, boah, die Eisenbrecher bin ich eigentlich dafür zu haben. So, genau, und du schnappst hier die Werft noch. Angriff. Gut, das. Ah, wir würden sogar Einheit verlieren. Ja, dann machen wir das halt schnell selbst. Wir können Bum Bum machen ordentlich und mit unseren Kanonen. Und ja, sollte funktionieren. Sollte. Ganz gut werden. Okay. The Clans unite. Denkt mal das aus. Und wir starten mit Bumm auf ihn. Okay, das war spektakulär. Komm, nochmal. Ja. Bosch. Hätte man ja fast glauben, die Kanonenkugeln fliegen aus dem Bildschirm heraus und dir völlig ins Gefries. Und einem voll in die Fresse. Na gut. Ans Werk. Ja,
Du schießt auf ihn. Und dir eigentlich auch. Ja, der hat wenig Rüstung, das wird eigentlich gut down gehen. Obey me! Obey me! So, die brauchen ein bisschen Unterstützung. Dass die Kröten. Ja gut, die können einfach durchhüpfen. Er verliert klar. Achso, die zählen als Bestien. Okay, ja. Ja, ist klar. Ist klar, ist klar. Flucht sie! Entgiftet sie! Oh, ein großer Verpester. Haut ihnen Desinfektionsmittel rein. Desinfiziert die. Ja. Desinfiziert die Seuchenerreger. Ganz ehrlich. Schieß auf ihn. Jo. Oh, sollte eigentlich gehen. So. Oh. Der Sieg ist nah. Ist der Verpester weg? Nein, noch nicht ganz. Jetzt. Kommt da raus. Dann flankieren wir hier noch ein bisschen. Ah, er lebt ja noch. Man stimmt, er hat ja den. Er muss das ja gewesen sein, der dieses Monster, diesen großen Verpester gerufen hat. Irgendwoher muss er ja kommen, wenn das eine Einheitenfähigkeit ist. Na gut, passt. Phantasmo. Pockenmacher, Pockenmacher. Gut, also, bitte auszurauben. Und wieder weg von da. Let us begin. Ja, Axt fest. Gut. So, hat uns ein bisschen Kohle verschafft. Ne? Und die Kohle können wir investieren. Ja, noch dieses Maschinistending. Und ja, wir schauen noch in die nächste Runde. Ja, okay. Den Josef nicht zu vergessen. Josef. So, ja. Doomchaser gibt Gas.
Achso, das ist ein Chaoszwerg. Ein Konvoi. Ja, ist weniger wichtig. Aber, stimmt, du kannst Technologie stehlen. Könntest Technologie stehlen. Okay. Oh. Zarina? Da gibt ja wer Gas? Ja, was ist denn da? So, dann kommst du an die Grenze. Ja, stimmt, wir können das ja. Wir können das ja bei 100% der Bewegungsreichweite machen, ne? Jo. Time for a pint. Okay, weitere Bauten. Ja. Klingt gut. Vier, neun. So viel Geld werden wir vermutlich jetzt nicht bekommen auf dem Handelsweg. Auf dem Diplomatieweg. Wer einen Friedensvertrag möchte, keiner. Ja, dann baut es halt. Ist okay. Und dann machen wir in der nächsten Runde hier. Ja, das geht sich aus. Dann dieses Runentor. Garnison und so. So, du gehst scouten. Scouty McScoutenstein. Ja, und hier noch irgendwas. Wachstum. Jo, das sparen wir uns. Die Kohle. Okay. Ja, du bist eigentlich sehr wertvoll als Scout an dieser Stelle. Ganz ehrlich. Ja, dann machen wir noch die nächste Runde. Komm, Skarbrand. Ja, komm doch mal. Skarbrand, nein, warum nur Skarbrand? Warum nur? Warum nur Skarbrand? So, Josef. Deine Dienste werden benötigt. So, bitte hier Garnison. Garnison. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, stimmt, wir können, haben schon länger nichts mehr geschmiedet, ne? Ja, machen wir in der nächsten Folge. Wir sind eigentlich schon wieder durch mit dem Part. Gut, also das ist jetzt nicht so die gefährliche Armee. Könnten wir auf jeden Fall aufnehmen mit der Garnison, würde ich schon sagen, dass das möglich ist.
Oder wir marschieren durch und schnappen uns irgendeine der Siedlungen, die weniger... schwer verteidigt ist. Jo. Vielleicht können wir ihn ja dann in einen Frieden zwingen, wenn wir ihm ein bisschen wehtun. Thrundilein, du machst das nochmal. Oder auch nicht. Gut. Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal eine Schlacht gegen die Chaoszwerge. Entweder hier oder wir marschieren weiter und schnappen uns, wie gesagt, eine der anderen Siedlungen. Nach Uskulak durchmarschieren könnte natürlich spannend sein. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob wir die wirklich halten wollen, diese Gebiete. Genau, Sarnak Rund könnte man uns einfach mal holen. Ne? Warum nicht? Aber ja, die ganzen weiteren Geschichten sehen wir dann beim nächsten Mal. Wir können beim nächsten Mal dann natürlich auch noch das Abenteuer triggern. Das nächste, vielleicht erklärt die Chaoszwerge, wenn wir schon hier sind, dass wir noch ein bisschen Fortschritt haben, auch mit unseren Kampagnenzielen. Wir haben schon zwei legendäre Schlachten. Also eins von drei, okay. Bis wir drei Abenteuergefechte abgeschlossen haben. Gut, alles klar, passt. Ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr auch so gespannt seid darauf, wie sich die Dinge weiterentwickeln, dann schaltet gerne wieder ein. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.